Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vorm Spiel morgen Abend gegen SV Sandhausen. Nicht dabei sein wird weiterhin Tim Kleindienst, der noch im Aufbautraining ist, nach Kniesehnenreizung. Ansonsten haben alle im Laufe der Woche trainiert. Zuschauerseitig sieht es so aus, 21.000 Karten sind jetzt verkauft. Großartige Zahl, mit Blick auf Sommerferien und was wir auch teilweise in der Bundesliga, in der ersten Liga schon in der Zeit hatten, freut uns das sehr. 211 Sandhausener Fans kommen mit. Für weitere 1200 wild entschlossene aus Sandhausen gibt es noch Karten an der Tageskasse. Ja, wir werden wahrscheinlich nicht ganz ausverkauft sein, versuchen den Heimbereich voll zu kriegen und freuen uns, dass jetzt schon 21.000 Tickets weg sind. Ich darf mich bitten, Fragen an Christian Streich zu stellen. Wenn man jetzt vor der Saison gesagt hätte, Freiburg gegen Sandhausen, hätte man jetzt nicht unbedingt gedacht, es wird ein Spitzenspiel. Denke ich mal, dass das viele gedacht haben, weil doch Sandhausen ja eher ein bisschen überraschend gestartet ist für viele. Für Sie auch? Oder haben Sie diese Entwicklung abgesehen? Nein, das wäre zu viel gesagt. Aber ich weiß, dass Sie, weil ich wegen Lukas Kübler ein paar Videos angeschaut hatte der letzte Saison, und zwar von den letzten 10 Spielen, habe ich 3 ganze Videos gesehen vor ein paar Wochen. Und wir haben gegen sie gespielt in der Vorbereitung. Von den 10 Spielen haben sie 1 verloren gehabt, auf der letzten 10 in der vergangenen Saison. Viele gewonnen, unter anderem 4-0 in Leipzig. 3-1 in Ingolstadt. Das ist eine Mannschaft mit viel Herz. Moment, ich muss mal kurz. Mit viel Herz, mit viel Athletik, mit einer klaren Struktur, mit einer guten Aggressivität und Körperlichkeit und das wird oft verkannt, mit absolut spielerische Qualität. Wenn der Ball im Mittelfeld ist, dann spiele ich sie sehr schnell und geradlinig nach vorne. Sehr strukturiert. Diese Mannschaft hat, eben wenn du das jetzt zusammennimmst, mit dem Pokal, ich weiß gar nicht, ob es noch mehr als 10 Spiele war, aber die letzten 15 oder 16 Pflichtspiele in der zweiten Liga und mit dem Pokal ein Spiel verloren. Ich meine, damit ist alles geschwätzt. Vor dem her, wir hatten ein Vorbereitungsspiel gegen sie. Da waren sie auch sehr stark. Das haben sie gewonnen. Also, ich weiß, was da morgen auf uns zukommt und bin sehr gespannt dann auf dieses Spiel. Die Kollegin hat Sie einen Gegentreffer ausgemacht vom Sportclub aus den ersten 4 Spielen und Sie da einen Ansatzpunkt, um hier erfolgreich sein zu können. Sehen Sie die 7 Gegentore auch als ein Problem? Es ist so, dass wir natürlich nicht wenig Gegentore bekommen haben und dass wir auch natürlich insgesamt zu viel Chance zugelassen haben. Das ist Fakt, das ist richtig. Und natürlich müssen wir versuchen, morgen Stabilität reinzukriegen. Auch wenn wir nach vorne spielen, ist es einfach so, dass Sandhausen, gerade in Paderborn, wenn du vorne dann den Ball verlierst und nicht entsprechend pressisch, kommt ein gezielter langer Ball und dann kommt eine extrem schnelle Umschaltbewegung. Buadus ist verletzt, das ist ein Faktor in ihrem Spiel, ein positiver Faktor. Aber Jovanovic ist sehr groß, sehr kopfballstark und der kann auch den Ball festmachen und dann weiterleiten, wenn er lang kommt. Ist vielleicht nicht ganz so schnell wie der Buadus, aber für uns ist eine große Aufgabe dann, die Balance hinzukriegen, dass wir vorwärts spielen und dass, wenn wir vorne sind, auch die Spieler im vorderen Bereich verpflichtet sind und die Aufgabe haben,
dann Sandhausen nicht gezielt mit dem langen Ball nach vorne kommen zu lassen. Und sie sind sehr zweikampfstark auch. Und da müssen wir dagegen halten. Das war ja auch das, was in zweiter Halbzeit in Düsseldorf nicht genügend war. Das hat Gründe auch. Natürlich kann ich nicht vom Jonas Feuerbach verlangen, dass er da jeden Zweikampf gewinnt. Und wir hatten da zu wenig Athletik. Aber wir haben ein Heimspiel. Wir haben jetzt Erfolgserlebnisse gehabt. Für uns ergebnismäßig. Und morgen ist wieder ein Gradmesser wie gegen Bochum. Gegen Bochum war es okay. 60 Minuten fand ich. Es war ein ausgeglichenes Spiel. Bis dahin. Und Bochum ist gut, das war völlig okay. Und jetzt muss mindestens so eine Leistung her, über 90 Minuten wie gegen Bochum, über 60, damit wir das Spiel erfolgreich gestalten können. Das ist außer Frage. Die Sandhausen spielt ein absolutes Level. Da geht nichts runter. Auch in den Spielen, während der Spiele nicht. Das Heidenheim-Spiel, wenn du das gesehen hast, große Körperlichkeit, viel Athletik. Aber auch fußballerische Elemente. Das wird oft unterschätzt und ich glaube, oft ist auch die Gefahr Sandhausen. Da denkt man eher an eine kleinere Stadt. Das ist was anderes, wenn man hört Fortuna Düsseldorf, St. Pauli. Und da dürfen sich die Spieler also auf keinen Fall blenden lassen. Es ist völlig uninteressant, was da steht, sondern interessant ist, was auf dem Platz passiert. Das ist eine gewachsene, eingespielte, sehr aggressive, sehr klar spielende, gute Zweitligamannschaft. Das Anforderungsprofil, das Sie jetzt da gezeichnet haben, spricht für Karim Gede, der, ich übertreibe jetzt ein bisschen, in Düsseldorf nahezu der Einzige war mit ein, zwei Mann, der das Level halten konnte. Hat sich da was verändert mittlerweile am Energiehaushalt? Kann man da in einer Woche so arbeiten, dass das Kollektiv in der Lage ist? Also, man muss einfach auch sagen, also was man sagen muss, ist nicht einfach, wenn du als Spieler wie der Mike Franz jetzt auf einer Position spielst, in der Viererkette, wo du die Linie halten musst, wo du auch schauen musst, wegen Abseits, mit dem Lukas Hufnagel vorne dran, der das bei uns so noch nie gespielt hat. Du bist da taktisch sehr gefordert und das ist nicht einfach, wenn du das nicht gewohnt bist. Also das ist, er hatte keine lange Zeit, das einzuüben. Das ist sehr schwierig, das stresst dich auch. Das hat auch. Und da gab es ja andere Positionen. Das erste Spiel Jonas Feuerbach, der hätte vor zwei Wochen nicht im Traum dran gedacht, dass er in Düsseldorf vor 30.000 ein Bundesligaspiel macht. So. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir jetzt auch nach diesem Spiel zwei Wochen Zeit haben. Es sind nicht so viel bei der Nationalmannschaft. Der Amir ist schon mit gutem Level, Abrashi. Der Mucki sieht auch ganz gut aus. Der geht auch natürlich, aber so viel geht nicht. Das heißt, wir haben, wenn wir keine Verletzte haben, eine ordentliche Trainingsgruppe, viel bessere Trainingsgruppe als letztes Jahr. Und da heißt, dass wir im fußballspezifischen Bereich arbeiten müssen, dass wir Spieler, die noch nicht da auf dem Level sind, aufgrund von ihrer Physiognomie und aufgrund von ihrer Genetik, dass wir da weiter heranführen. Wir haben erfolgreiche Dinge auch mit Maximilian Philipp. Es reicht ihm aber noch nicht ganz auf 90 Minuten, aber es reicht ihm länger, als es ihm vor einem Jahr gereicht hat. Oder damals war er verletzt, da hat er es gar nicht ausgehalten. Und Emili hat jetzt Tore vorbereitet, zwei in Düsseldorf, beide das erste herausragend gemacht, das zweite auch sehr gut, wie er den Ball zum Chico spielt. Also da haben wir haben richtig auch Fortschritte. So, jetzt geht es darum, Kämpfer hat die Woche trainieren können, Marc-Oliver Kempf hat trainiert, Mats Deli hat man ja gesehen in Düsseldorf, braucht noch, aber das waren viele Monate. So, ich habe da positive Tendenzen, das ist ganz klar. Und da müssen wir dann in zwei Wochen so arbeiten und jetzt toi 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 bleibe ich gesund, dass wir dann das auch nützen können, dass wir uns da nochmal verbessern. Wie ist die Situation bei Hedenstadt? Ist der fit? Der Hedenstadt hat gestern trainiert.
Das heißt, er wäre gerade der hatte, für Mike Franz. Genau. Ja, für Mike Franz und der Mucki kommt ja auch zurück. Also. Mucha wird spielen, oder? Davon. Enzo Mucha wird spielen. Davon kann man ausgehen. In der Innenverteidigung ist jetzt, nehme ich mal an, so eine Abwägungsgeschichte. Kempf trainiert, wirft man ihn rein, nimmt ein bisschen Risiko oder sagt man, das stehen wir jetzt noch durch, das eine Spiel, und dann richtig nochmal zu Ende bringen das Ganze. Förnbach will man vielleicht auch nochmal sehen. Es geht ja auch darum, muss man nochmal jemanden verpflichten, kann man nochmal jemanden verpflichten oder eben vielleicht nicht. Vielleicht ist der Junge doch schon so stabil, dass er wirklich eine Alternative ist. Das sind ja alles so Abwägungen, die nicht ganz einfach sind. Wie ist da der Stand? Hab nichts hinzuzufügen. Genauso. Nein, 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 nein. Also ich meine. Nee. Was soll ich jetzt? Es ist detailliert, ich meine, das ist gar nicht detailliert, habe sie das dargestellt, wie die Situation ist. Ich kann da nichts hinzuzufügen. Genau so darum geht es. Das sind die Überlegungen, das sind die Abwägungen. Auf den Punkt. Ich würde noch was sagen, wenn ich noch was zu sagen hätte, aber es gibt nichts mehr zu sagen. Und die Entscheidung werde ich morgen Abend sehen, wer dann spielt. Aber genau das sind die Überlegungen. So ist es. Fertig. Wenn man jetzt aber das schließende Transferfenster sieht, muss man eigentlich sagen, wenn, müsste man Förnbach jetzt nochmal sehen, ob er auf dem Niveau ist. Ich weiß, auf welchem Niveau er ist. Ich weiß, auf welchem Niveau er ist. Also vom Ansatz. Er hat gute Ausdauerwerte, er kann 90 Minuten das machen, wenn er im Rhythmus ist, Spiel bestreiten. Er ist ein junger Kerl und braucht natürlich jetzt nach dem Größenwachstum die Tiefe, das muss kommen. Er hat eine ordentliche Schnelligkeit, er hat eine ordentliche, würde sagen, schöne linke Fuß, er hat Spielintelligenz, all die Dinge sind vorhanden. Er ist ein richtig talentierter Junge, den man jetzt gut ranführen muss, dass alles nicht zu wild wird drumherum, und weiß man ja, wie das ist. Das wissen wir, und wir haben auch wo wir uns vorstellen könnten, dass man das macht. Es muss immer realisierbar sein und es muss immer einen Verein geben, der dann sagt, okay, zu den und den Bedingungen kann der Spieler wechseln. Und entweder das wird getätigt und ist möglich noch in den nächsten 3 oder 4 Tagen oder nicht. Wir machen nicht irgendwas anderes. Wir haben Leute im Visier, die uns helfen können auf der Außenbahn. Aber es muss dann realisierbar sein. Es braucht nicht, um irgendwas aufzufüllen, wo wir nicht davon überzeugt sind. Ist aber der Stand so, dass man sagt, Außenbahn wollen wir. Defensiv müssen Doch. Wir nicht unbedingt. Wenn wir die eine Sache realisieren können, machen wir es. Defensiv auch. Ja. Und wenn es nicht realisierbar ist, nicht. Weil der Spieler, der würde reinpassen, würde helfen und hätte das Profil, wo wir anstreben. Aber wir machen nicht irgendwas, damit es aufgefüllt ist, weil es kommt ja auch der Winter und das will ich. Wir sind dabei, etwas zusammenzubauen. Das ist immer auch eine große Aufgabe. Und wir wollen jetzt nicht irgendwelche Sachen machen, um aufzufüllen, sondern es muss ganz, ganz gezielt und überlegt gemacht werden. Wann entscheidet sich das? Bis am Montag. Dann ist Schluss. Ja, weiß ich ja, aber ich meine. Ja, das kann man nicht sagen. Das ist immer. Also wird bis auf den letzten Drücker gezogen, oder? Ja, das ist ja immer so, oder ganz oft so. Ja, nein, entweder das ist früher realisierbar oder nicht. Und wenn der andere Verein sagt, vielleicht, wenn wir noch jemanden dazunehmen, wir wissen es auch nicht hundertprozentig, dann kriege die eine dazu und dann geht es schnell oder nicht und dann geht es nicht. Aber wir machen nicht irgendwelche Sachen, wo damit der Aktionismus da ist, das darf auch nicht gemacht werden.
Wir müssen verantwortungsbewusst und ich sage auch nicht, wir müssen um verregelt jetzt nochmal zwei, drei Spieler haben. Natürlich hätte ich gern, aber wir wollen dann mit dem Clemens zusammen, mit dem Jochen und mit unseren Trainer im Profibereich wird es detailliert besprochen und dann wird es abgewogen und dann muss geschaut werden finanziell und dann macht man etwas oder man macht es nicht. Das ist, ja, so ist es. Und geht noch jemand? Stand jetzt würde ich sagen, eher nein. Sie haben ja jetzt Ihre Trainingszeiten sehr stark angepasst an die Spielzeiten. Also schon davor mit diesen 13 Uhr, jetzt mit diesen 18.30 Uhr Spielen. Mhm. Ist es auch dadurch bedingt, dass es jetzt in der zweiten Liga einfach so ungewöhnliche Zeiten zuvor gibt? Dass Sie, das ist ja, haben Sie ja schon immer gemacht, aber es kommt mir vor, dass es extremer jetzt ist, diese Saison. Mhm. 13 Uhr ist ja. Meistens Leute essen dann Mittag unter der Woche und mir ja auch. Ist eine andere Zeit, erfordert einfach insgesamt einen anderen Rhythmus. Deshalb machen wir das so. Auch 18.30 Uhr und 18 Uhr haben wir jetzt trainiert, weil man, wenn das Wetter schlecht wäre, muss man schon aufpassen. Abends dann, dass es nur ganz hell ist. Ist angenehm, auch um 18 Uhr zu trainieren. Oder da, wo wir gespielt haben, gegen Nürnberg, haben wir sie auch angepasst gehabt. Dann hast du so den Rhythmus und es ist nachher hinterher und dann wird es dunkel und du bist so einfach dran gewöhnt. Und das 13 Uhr ist noch wichtiger. Du kannst ja 15.30 Uhr trainieren, wenn du 8.30 Uhr spielst. Ich finde, das ist nicht so. Aber mittags zu spielen, das ist doch ein wesentlicher Unterschied als halb vier. Und wir tun unser Leben ausrichten nach unserem Beruf. Also ich zumindest und die Spieler sollen das auch und der Beruf ist das Entscheidende. Und dann kommen die andere Sache und deshalb machen wir das so. Jetzt ist Freiburg in so einer Marktforschung mal relativ beliebtesten Profi-Club gewesen worden. Finden Sie das Schnickschnack oder freut Sie das? Schnickschnack? Wenn 4.500 Leute sagen, wir sind die beliebteste. Sie sind lustig. Ich meine, ich sehe, was die Leute denken. Ich finde das super. Also ich finde das Wahnsinn. Aber ich sage ja, irgendwie, ich habe ja mit dem Verein natürlich was zu tun, weil ich ja da schon so lange arbeite und dadurch, dass das Fernsehen gibt und so, kennen einem die Leute ja auch in andere Gegenden in Deutschland und ich meine, ich erlebe es ja. Ich kann es manchmal kaum glauben, aber ich erlebe es ja, ob du in Hamburg dann den Spaziergang machst oder in Osnabrück oder wo auch immer. Also, die schicken jetzt nicht alle Leute auf die Straße, die paar, die Freiburg nett finden und die sollen dann zu uns sagen, ihr seid, wir finden euch gut. Also, es ist. Aber, ja, es hat was mit gewissen Dingen zu tun und. Und ich schätze einfach gewisse Dinge und da bin ich sehr glücklich drüber und sehr froh. Was glauben Sie, was da geschätzt wird? Ach, das ist jetzt, wie Sie über uns selber reden. Das ist echt so ein bisschen. Im Norddeutschen würde ich sagen, piezig oder so. Oder wie nennt man das? Nein, ich möchte nicht über uns reden. Irgendwie finden Sie uns, viele Leute finden uns einfach irgendwie nett. Und das ist. Und mehr geht nicht. Das ist das Beste, was es gibt. Natürlich ist ja klar, dass jetzt viele dann auch Bayern München dann als gewisses Feindbild haben und das ist ja dann auch wieder eine Auszeichnung, wenn du so gut bist. Aber so gut wie Bayern sind wir halt nicht. Und darf auch nicht auf die Spieler abfärben. Wie man das, ach so, dass ich sage, sind die nett, weil wir verlieren immer. Ja, aber das ist ja nicht gemeint. Wir haben jetzt nicht die letzten Jahre jetzt nicht. Nicht immer verloren. Wir haben ja auch viel gewonnen und gerade auswärts, gerade jetzt in Norddeutschland, haben wir ja viel gewonnen gehabt. Es war ja schön, wir sind gerne nach Norddeutschland und trotzdem ist es gut. Es ist ein Verein, Freiburg ist einfach ein Verein, Freiburg ist, jeder Verein ist eigen, jeder. Jeder hat sein Gesicht und seine und jeder Verein hat einfach was Tolles. Aber Freiburg auch.
Freiburg ist auch, Freiburg kann ich auch nicht vergleichen. Und so wie wir hier sind und wie wir kicken und was wir probieren, und das ist gut. Und das wissen die Leute schätzen, und ich bin total glücklich darüber. Können wir auch, stolz soll man darauf nicht sein, weil, aber es ist toll. Man geht gerne irgendwo anders hin, und man weiß, wenn man aussteigt, und ich kriege unglaublich viele Rückmeldungen, also von, das kann man gar nicht erzählen. Wenn ich dann irgendwo rumlaufe oder so, was die Leute mir dann so sagen und warum sie Freiburg gut finden und was sie persönlich zu einem sagen, ist, könntest Bücher füllen. Das sind tausende Geschichten. Und jeder hat eine andere damit Freiburg. Das ist toll. Aber jetzt wollen wir morgen kicken und das Spiel gewinnen. Das ist noch wichtiger. Und gut kicken. Gut, machen wir auch.